Wie kommt das, dass so viele Menschen sagen, ich kann nicht zeichnen? Und was passiert eigentlich beim Zeichnen? Und warum zeichnet überhaupt noch jemand, wo man noch Fotos machen kann? Das habe ich mich auch schon öfter gefragt. Herzlich willkommen bei Asra Blogt. Heute geht es ums Zeichnen. Ich bin ja Zeichnerin und ich habe nicht aufgehört. Ich habe wie alle Kinder als Kind gezeichnet und zeichne, solange ich einen Stift halten kann. Alle Kinder zeichnen. Warum hören sie auf? Ich habe beobachtet, dass sie in einem bestimmten Alter anfangen zu vergleichen. Dann können andere in der Klasse oder wo auch immer, können realistischer zeichnen, besser, wie sie meinen. Das wollen sie dann auch können. Ist ein Bedürfnis, was sie haben. Aber sie kriegen es dann nicht so hin und sie lernen es auch meistens nicht. Und dann geben sie auf und zeichnen überhaupt nicht mehr. Und das ist schade. Denn jede und jeder kann zeichnen lernen. Jeder, der schreiben gelernt hat, kann auch zeichnen lernen. Oder hast du im ersten Schuljahr, als du in die Schule gekommen bist, hast du gesagt, ich kann nicht lesen, ich kann nicht schreiben, also lerne ich das auch nicht. Ich garantiere dir, dass man es lernen kann. Ich mache euch ein paar Übungen vor, die sind aus einem ganz tollen Buch, das heißt Garantiert Zeichnen lernen von Betty Edwards. Und das ist 2000 bei Rororo erschienen. Es gibt eine ältere Ausgabe, die fand ich noch besser, aber das ist persönlicher Geschmack. Du brauchst einen Zeichenblock A3, einen 6B-Bleistift, Knetradierer, einen normalen Radierer und einen guten Anspitzer. Damit du später sehen kannst, was du gelernt hast, mach doch mal zuerst drei Vorherzeichnungen. Erstens deine linke Hand, locker neben das Blatt gelegt. Zweitens eine Blattpflanze, die du auch später noch parat hast. Und drittens ein Gesicht. Bitte jemand, sich dir gegenüber zu setzen und blick geradeaus von vorn darauf. Diese drei Zeichnungen bewahrst du auf für später zum Vergleich. Schreib das Datum oder die Uhrzeit drauf. Wenn du schreiben gelernt hast, braucht deine Hand überhaupt nichts mehr zu lernen. Die kann schon alles. Wer was lernen muss, ist dein Auge bzw. dein Kopf. Du musst anders sehen lernen. Und dabei geht es um die rechte Gehirnhälfte. Was bedeutet das? Um das ein bisschen zu erklären. Menschen haben auf sehr verschiedene Art sich auf der Erde zurechtgefunden. Zum Beispiel die Ureinwohner der Südseeinsel. Sie waren und sind teilweise immer noch geniale Segler. Sie hatten keinen Kompass, kein GPS und keine Karten. Trotzdem sind sie tausende Kilometer über den riesigen Ozean gesegelt mit ihren selbstgebauten Schiffen und sind da angekommen, wo sie hin wollten. Aus dem Wind vielleicht wieder gerochen hat an einem bestimmten Tag, an der Art und Stärke der Wellen, an der Temperatur. An wer weiß was noch allem haben sie gewusst, wie sie fahren mussten und ob es heute vielleicht besser war, zu Hause zu bleiben. Das ist ein ganz anderes Wissen als die Technik, die die westliche Welt entwickelt hat, um übers Wasser zu kommen. Das Berechnen und Messen, was wir so gut können, das machen wir nach dem Hemisphärenmodell mit der linken Gehirnhälfte. Sie arbeitet eher symbolisch, rational, linear, logisch, abstrakt, analytisch. Die Sprache hat hier ihren Hauptsitz. Die rechte Gehirnhälfte dagegen denkt eher konkret, ganzheitlich, in Bildern, musisch, kreativ, intuitiv, zeitlos, räumlich, emotional und körperorientiert. Blitzschnell in Sekundenbruchteilen erkennt sie das Gesicht deiner Freundin in einer Menschenmenge. Diese Art zu erkennen und zu denken, die rechte Gehirnhälfte, wird in unserer Kultur wenig bzw. gar nicht trainiert. In der Schule übst du fast ausschließlich logisches Denken, Analysieren und Einordnen in Muster. Fürs Zeichnen brauchen wir aber die andere, die rechte Gehirnhälfte. Hier sind ein paar Übungen für den anderen Blick. Erste Übung, wir gehen durch den Wald. Stell dir vor, du gehst durch einen Wald. Was siehst du? So, und jetzt stell dir vor, du bist ein Holzhändler und gehst durch denselben Wald. Was siehst du jetzt? Und jetzt bist du ein Fuchs und gehst durch denselben Wald. Na, hat der Wald jedes Mal gleich ausgesehen? So, und jetzt bist du eine Malerin und gehst durch denselben Wald wie eben. Was siehst du jetzt? Farbflecken vielleicht, Flächen und Linien, Licht- und Schattenflächen, noch was anderes? Merk dir, wie sich dieser Künstlerblick angefühlt hat. Die nächste Übung, Vasengesichter. Also, ihr zeichnet auf der linken Seite ein Profil. Linkshänder immer alles umgekehrt. Links fangt ihr an, wenn ihr Rechtshänder seid, rechts fangt ihr an, wenn ihr Linkshänder seid. Also, ihr zeichnet ein Profil, Stirn, Auge, Nase, Oberlippe, Unterlippe, Kinn und da geht es zum Hals. So, dann macht ihr hier oben eine Waagerechte dran, hier unten auch.
Und jetzt zeichnet ihr kein Gesicht auf der anderen Seite, sondern ihr zeichnet gegenverkehrt genau das, was hier ist, nur andersrum. Also, da oben geht's los. Da habt ihr die Vase. Und das übt ihr noch ein paar Mal. Und merkt euch, wie sich das anfühlt, wenn ihr diese Seite zeichnet. Das ist nämlich der Künstlerblick, den ihr dann einschaltet auf der Seite. Da guckt ihr. Da denkt ihr nicht mehr Auge, Nase, Mund, Kinn, sondern ihr guckt nur. Wie läuft die Linie? Nächste Übung, blind zeichnen. Also, das geht so. Ihr setzt euch so hin, dass ihr den Tisch neben euch habt, das Blatt. Und ihr guckt nur einmal aufs Blatt, und zwar am Anfang, damit ihr nicht daneben malt. So, und dann nehmt ihr wieder die linke Hand, Linkshänder natürlich alles umgekehrt. Und dann sucht ihr euch einen Zwischenraum. Hier so einen Zwischenraum zwischen den Fingern. So, und damit fangt ihr an. Und den zeichnet ihr ganz langsam ab. Und ihr guckt nicht aufs Blatt. Dann den nächsten Zwischenraum und dann alle Linien anschließend, die ihr so seht. Kreuz und quer, wie es gerade kommt. So, ohne Reden geht das besser. Konzentriert euch, zeichnet langsam. Und wenn ihr denkt, ihr habt alle Linien erfasst, dann aufhören. Das kann nur Krickelkrackel werden. Bei jedem wird das Krickelkrackel, wenn das richtig macht. Ich habe ja nun schon viel gezeichnet in meinem Leben, aber auch bei mir kann das blind, ohne hinzugucken, nur Krickelkrackel werden. Das ist keine Hand geworden, aber es ist eine wunderbar lebendige Zeichnung. Dasselbe kannst du machen mit den Zwischenräumen deiner Blattpflanze. Oder mit einem Fahrrad oder einem Stuhl oder den Blättern eines Baumes. Die haben alle schöne, interessante Zwischenräume. So, und dann als zweites zeichnen wir halbblind. Also die linke Hand wieder in einer komplizierten Haltung, meine andere neben das Blatt. Und dann nehmt ihr euch wieder einen Zwischenraum, sucht ihr euch raus und zeichnet den ganz genau die Form ab, in der genau derselben Größe wie der ist. Und jetzt könnt ihr aufs Blatt gucken, damit der Abstand zu dem nächsten Zwischenraum richtig wird. Und das alles an die richtige Stelle kommt. So, und jetzt kommen da die anderen Linien dazu. Und jetzt guckt ihr hauptsächlich auf die Hand, aber zwischendurch auch auf das Blatt. Wenn du fertig bist mit dem halbblinden Zeichnen, leg mal deine Vorherhandzeichnung daneben. Wahrscheinlich hast du bei der Vorherzeichnung gezeichnet, was du weißt. So zeichne Kinder. Sie wissen, eine Hand hat eine Fläche und Finger, also zeichnen sie eine Fläche mit Strichen dran. Sie zeichnen symbolisch, zeichenhaft. Bei deiner halbblinden Zeichnung hast du hingeschaut, wenn du es richtig gemacht hast, mit dem Künstlerblick. Und ich wette, man sieht es deiner Zeichnung an. Eins möchte ich noch sagen, das ist mir ganz wichtig. Wenn ihr mit Kindern malt und zeichnet, bitte versucht auf keinen Fall, ihnen das sogenannte realistische Zeichnen beizubringen. Solange sie nicht von sich aus danach fragen und frustriert sind, weil sie es unbedingt können wollen. Die Intensität und Ausdruckskraft von Kinderzeichnungen ist was ganz Besonderes. Picasso hat mal gesagt, als ich so alt war, konnte ich malen wie Raphael. Aber ich brauchte ein Leben lang, um so zu malen wie die Kinder. Was passiert denn eigentlich, wenn wir den Künstlerblick einschalten, wenn wir die Zwischenräume zeichnen, statt die Fingernägel? Wir sehen und wir denken auch anders. Wir zeichnen nicht mehr Finger, Fingernagel, Daumen und so weiter, sondern wir zeichnen Formen, Linien. Das sind diese Formen, die sind einmalig, da gibt es keine Wörter für. Da gibt es keine Symbole für, auf die wir Menschen uns geeinigt haben. Und wenn wir so zeichnen und so sehen, dann denken wir selber. Wir denken einmalig, konkret, ganzheitlich, anders. Und wozu ist das gut? Na, wozu ist das gut, wenn wir selber und anders denken?